Herzlich willkommen zum 20. Video-Stammtisch des Retrocompot-Podcasts. Wir senden wieder live aus der Event-Location in Hamburg-Horn und wir spielen heute auf Wunsch einzelner Turrican weiter, denn das war vor, ich glaube, 2 Wochen eine schöne, runde Sache und deswegen geht es heute tatsächlich mit Turrican weiter. Ich selber werde wieder mal nicht durchgängig mitspielen. A, bin ich immer noch kein Turrican-Fan. B, ist bei unserer Location immer im Betrieb und einige Gäste wollen eventuell mal mitspielen. Wir haben unter anderem auch Ingo heute live in Hamburg hier. Und das Tolle ist, das verrate ich schon mal, wir haben ein Greenscreen und Ingo hat grüne Klamotten an. Das könnte lustig werden. Wir haben viele tolle Gäste auch hier, die heute mitspielen wollen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet auch mitspielen, dann schaut einfach mal auf unsere Homepage vom Podcast, retrocompot.de. Da gibt es Infos, wie man hier auch teilnehmen kann dran, am Videostammtisch oder auch am Audiostammtisch. Ich guck mal, wer da ist. Der Jürgen ist da. Hallo Jürgen. Ja, hallo zusammen. Heute mit PlayStation-Kappe, Commodore 64 T-Shirt, aber wieder Original Amiga 1200 am Start. Den Gute, du darfst mitspielen. Dann haben wir den Michael da, Manic 242. Was zeigst du uns heute? Hoffentlich Turrican. Im Idealfall ist Turrican 2, ja. Das sieht gut aus, ja. Hast du das Spiel schon lange geübt? Bist du gut? Erwarten wir viel? Können wir heute viel von dir erwarten? Also ich werde auf jeden Fall mit Trainer spielen, allerdings nur leben und schauen wir mal, ob ich es durchkriege heute. Ah, dann haben wir den Sky76 da, den Bernhard. Ja, servus zusammen aus Graz. Ich spiele Turrican 2 auf dem Amiga, auch mit Original-Hardware, mit Original-Competition-Joystick. Und das letzte Mal habe ich es durchgespielt. Mal sehen, ob mir das heute gelingt. Kein Videostammtisch hatte ich ohne Arne. Wir sind gespannt, welche Version er spielt. Wir rufen Arne. Ich sehe ihn schon, aber er hat sein Mikro noch aus. Er versucht zumindest zu reden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Arne, du musst dein Mikro anschalten. Okay, du hast mich gemutet. Ich hatte die Berechtigung, nicht mich selber zu unmuten. Marcel hat sich auch gerade beklagt im Chat. Muss doch mal schauen. Oh, ich habe mich selbst kurz gemutet, aber durfte es nicht mehr aufheben. Das war das. Ich probiere es nochmal. Genau. Wer einmal schweigt, soll für immer schweigen. Arne. Ja, ich zeige natürlich auch die Amiga-Version. Und irgendwie, ich habe jetzt nicht die von Factor 5 genommen, weil die hat sich ja letztes Mal gehängt, die Turrican 1-Version. Jetzt habe ich die Turrican 2-Version von Gamebase genommen. Und jetzt kommt hier, glaube ich, gleich das Logo. Das sieht schon so fehlerhaft aus. Ich habe kein Vertrauen in diese komischen, gequackten Versionen. Wir gucken mal, Arne. Wirklich. Du wirst es schon ankriegen. In der Zeit schalten wir mal zu Marcel. Heute ist hier der Wurm drin. Jetzt hat Marcel keinen Ton. Kann hier nichts umstellen. Uns fehlt noch die Berechtigung, uns selbst wieder unstumm zu schalten. Heute ist wieder mal die Technik. Egal, Marcel, bitte. Ich spiele auf jeden Fall auch die Amiga-Version natürlich. Und wisst ihr, dass heute Premiere ist, soweit ich mich erinnere? Wir haben noch niemals eine Spielereihe auf 2 Videostammtische verteilt. Ich glaube, übernächste Woche geht es weiter mit Last Ninja. Ne? Da war doch schon wieder sowas Komisches, was weitergeht. Bisher war es halt so, ne? Wir haben die ganze Reihe in einem Videostammtisch behandelt. Aber ich finde auch, Turrican hat es verdient, dass mindestens für Teil 1 und 2 ein separater Videostammtisch dafür existiert. Das Spiel ist einfach so genial. Es ist in allen Belangen verbessert worden. Der zweite Teil im Vergleich zum ersten. Ich freue mich schon. Ich werde gleich mal gucken, ob ich den Ingo irgendwo hier sehe. Dann kann der ja mal anfangen zu spielen. Also gleich kommt hier ein Geist. Nicht wundern, das ist unser Greenscreen. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Man sollte halt kein grünes Hemd anziehen bei einem Greenscreen. Aber vielleicht kann er ja mit seinem Spiel von Turrican 2 überzeugen. Ingo! Hallo Ingo! Servus! Hallo, ja. Hallo Ingo! Wir sehen dich nur halb. Sieht komisch aus, oder? Wie immer. Kommst du gerade aus Alice im Wunderland? Ja, warte mal, ich kann mich mal aufdecken hier, dann ist... Oh, ich weiß gar nicht, was ich spiele. Also WinUAE auf irgendwas, ich denke mal Amiga. Ich würde noch mal kurz aufs Intro zu sprechen kommen. Die ganze Geschichte spielt in der Galaxie Aldebaran, wem es was sagt, Aldebaran 42. Wir fliegen durch den Weltraum. Auf jeden Fall gehen wir hier auf Mission am Rande der bekannten Galaxie. Und werden dann, oh Wunder, in diesem Bereich, wo ja noch kein Mensch zuvor war, plötzlich überrascht. Da materialisiert sich ein Raumschiff. Die Defensivwaffen, Schutzschilde unseres Raumschiffs aktivieren sich, aber es nutzt alles natürlich nichts. Und jetzt hören wir, wie in unserer Metallaußentür ein Laser wohl dagegen schießt, die Tür explodiert. Und dann treffen wir auch das erste Mal auf unseren Widersacher, auf unseren Gegner, das Böse aus der Dunkelheit. Und wie es so ist, wird natürlich die ganze Crew abgemetzelt. Wir müssen also zuschauen, wie unsere Crewmitglieder vor unseren Augen sterben. Widerstand ist zwecklos. Und wie es der Zufall dann natürlich jetzt gleich so möchte, werden wir als Hauptcharakter überleben das. Da sieht man den Bösewicht. Halb Mensch, halb Maschine. So, das Böse hat alle niedergemetzelt, denkt er. Er sieht nicht, dass wir noch am Leben sind. Dreht sich um und verlässt unser Schiff.
Wir warten, bis wir ganz sicher sind, nicht mehr beobachtet zu werden und ziehen uns dann einen dieser Kampfanzüge über. Und hier sehen wir dann den Brent McGuire, wie er den Kampfanzug angezogen hat und nur noch eins schreit: Rache. Schaut mal bitte, es ist ja normal, dass ich hier oben stehe. So, bei mir startet das Spiel. Ja. Ich kann es dann kurz erklären. Was man schon direkt sieht, wenn man sich an zwei Wochen zuvor zurückerinnert, der Anfang des Spiels, mal vom anderen Teilset abgesehen, sieht exakt so aus wie Teil 1. Ich kann aber hier den ersten Unterschied schon zeigen. In Teil 1 hatten wir auch diese kleinen Mini-Walker, was wir in Teil 1 nicht konnten, einfach auf die drauf hüpfen. Wir werden dann so halb zerquetscht und laufen gegen die nächste Mauer. Was sich geändert hat, ist der Laser aus Teil 1. Das ist jetzt diese Pulskanone hier. Ansonsten halt, wir haben weiterhin diese Rolle, weil der Unterschied zu Teil 1 ist, hier können wir das unendlich oft benutzen. In Teil 1 war es auf 3 Einsätze pro Leben beschränkt. Was wir können, sind hier diese kleinen Minen legen, die dann auch nach ein paar Sekunden explodieren. Was sich hingegen geändert hat, das sieht man unten an der Anzeige schon, wir haben immer noch den Zeitcounter, den gibt es also noch, wir haben immer noch die Diamanten. Wir haben aber als einzige Extrawaffe nur noch diese Energiebarriere hier. Also alle anderen Extrawaffen sind jetzt weg, die gibt es nicht mehr. In Teil 1 hatten wir diese Granaten, die wir werfen, abfeuern konnten mit Alt, die gibt es nicht mehr. Und die Minen, die man legen konnte, die gibt es auch nicht mehr. Sag mal kurz, was sind das da unten für Punkte unten links in deinem... Was sind deine erwirtschafteten Credits? Du fängst an mit 0 Credits, soweit ich weiß. Und ich glaube, für jede 100 Diamanten, die du einsammelst, bekommst du dafür einen Punkt. Und das ist ein Credit. Und das Rote ist nichts. Dieses rote Rechteck, das wissen wir nicht. Das ist nichts, oder? Das Rote hat schon eine Bedeutung. Und zwar, wenn man diesen super, weiß ich genau, wie man das benennen soll, wenn man die Leertaste drückt dann und gleichzeitig schießt, dann wirbelt das so wild umher und macht die ganzen Gegner kaputt. Und dann ist das eben so dunkelrot. Das heißt, es ist jetzt aufgebraucht. Das heißt nämlich, es gibt hier diesen Modus. Das ist der. Jetzt habe ich ihn benutzt. Nach unten Leertaste und feuern, dann... Genau. Rollt man wild durch den ganzen Bildschirm und legt automatisch Minen. Man muss dafür gar nichts machen. Ich finde den Himmel auch sehr schön hier, dieses Regenbogen-Himmel-Gedöns. Ist einfach viel bunter, gleich der erste Eindruck so. Viel bunter als Turrican 1. Was auch neu ist, ist diese Waffe hier, dieser Bouncing Ball. Den gab es in Teil 1 gar nicht. Das ist halt eine Waffe, wenn ich da einen Schuss auf eine Wand schieße, dann werden daraus zwei kleine, die auch abprallen. Das kann wirklich sehr, sehr, sehr praktisch werden in den Labyrinth-Leveln, überall, wo viele Wände sind. Das ist übrigens jetzt der Laser. Der ist jetzt schon auf zweiter Stufe, den man aus Teil 1 kennt, wo das wirklich nur so eine Linie war. Das ist jetzt schon Stufe 2. Der wird immer einen Ticken größer. Mal gucken, wann ich den nächsten Extrastein finde. Der wird dann am Ende so groß, wie die Spielfigur ist. Oh, das war dumm. Spielst du jetzt aber auch wieder mit Trainer natürlich, ne? Natürlich. Oder? Allerdings nur Leben. Patrick hat das Ganze ja sehr Ingo-freundlich konfiguriert, so wie ich es mag. Also mit unendlich viel Leben und unendlich viel Energie. Also so schlimm mache ich es bei mir zu Hause nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe jetzt gerade auf maximaler Ausbaustufe. Und ich muss sagen, der ist um einiges besser, wenn nicht die beste Waffe überhaupt hier in Turrican 2. In Turrican 1 war der Laser einfach nur eine miese. Also eine Linie nur, ja. Eine Linie war es nur. Vergessen. Und was mir wahnsinnig gut gefällt, und das hat, glaube ich, nur die Amiga-Version und nur von Turrican 2, wenn man auf dem Knopf drauf bleibt, diese Animation, wie er die Waffe da rumdreht. Ja, ich glaube, das ist auch herrlich. Das gibt es nur bei Turrican 2 auf Amiga. Ich glaube, das hat sonst keine Version. So, dann räumt man alles mit dem Kreisler mal ab. Auf der langen Gerade. Wie bist du hier oben hingekommen? Oh, ist das fies. Hey. Jetzt bist du vorbei. Nein. Da habe ich alle Plattformen verpasst, weil ich es nicht gesehen habe. Verdammt. Da muss man einfach wissen, was man tut. Hier gibt es einen ersten Wasserfall, da sind noch so Steinchen. Da noch vorbei. Hat es einer von euch jetzt auch schon mal so durchgespielt? Öfters, ja. Und wie viel Leben bekommt ihr dann so? Ich kann jetzt sagen, was ich gestern hatte. 25 Restleben. Filme und zwar, okay, dann gibt es also doch noch Dutzende von Leben.
Nein! Zwei extra Leben, sie fallen mit mir in den Tod. Hier ist auch etwas anderes, wenn man hier drauf geht und sich erstmal wundert, es geht hier nicht weiter. Ja, man muss wissen, das hier ist ein Aufzug. Einfach draufgehen, nach unten drücken. Und schon geht es in wahnwitziger Geschwindigkeit abwärts. Wir sehen hier auch so ein paar kleine grüne Vögelchen oder was es darstellen soll. Wenn man diesen Lift nochmal nach oben geht, dann warten oben 6 Extra-Leben auf einen. Ja, eins, verdammt. 3, 4, 5, 6. Ich habe hier das typische Beispiel für falsche Waffe für falschen Levelabschnitt. Ich habe hier den Laser, der nichts bringt in so engen Gängen. Und hier kommen, ich habe mich jetzt schon durchgearbeitet, habe auch schon Leben verloren. Hier kommen Massengegner. Der Bouncer wäre hier super perfekt, aber der bringt mir das Ding, das bringt mir hier gar nichts jetzt. Überhaupt nichts. Außer, dass ich Leben nach Leben verliere. Das nächste ist weg. Ich bin jetzt hier in dem Abschnitt, wo ich am Anfang von erzählt habe, mit dem Wind von unten. Das ist hier dargestellt durch so Blätter, die von unten wehen. Das gibt es jetzt auch nur an der Stelle. Man muss entsprechend timen, die Sprünge, damit man hier diese Höhe überhaupt schafft, diesen Höhenunterschied. Ach, das kommt der Endgegner, okay. Der ist, wenn man extra Waffe lang genug hat, auch halbwegs einfach. Einfach erstmal gerade drauf, dass seine Strahlenkanonen da kaputt gehen. Man darf nur nicht in der Mitte stehen bleiben, wie man jetzt an diesem Greifer hier sieht. Der zieht einen nämlich sofort unweigerlich in den Tod. Man kann nichts dagegen machen. Jetzt fehlt mir noch die beiden. So, und jetzt wird es ziemlich einfach. Man muss nur wissen, wann diese Greifer rauskommen. Jetzt muss man ihn nur hier in der Mitte treffen und das war's. Und jetzt hier kommen wir wieder hier an der Aufzugplattform, kommen wir da an. Wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass wir nach unten drücken müssen. Das ist aber gleichzeitig der Level-Ausgang. Ich hab den gerade. Scrollen weiter nach rechts, kommen wieder hier als Raumschiff dann heraus. Wir sehen oben diesen R-Type-Ball, diese Waffe. Und sind jetzt entsprechend ein Shooter geworden. Die beste Waffe hier ist auch der Bouncer. Der ist nämlich stark genug, das meiste an Gegnern zu schaffen. Was hier absolut tödlich ist, ist Wandkontakt. Die Energie geht so schnell runter, wie bei keinem anderen Gegner. Bruchteil von einer Sekunde in der Wand und dann war es das schon mit dem Leben. Oh, da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Ich sehe es. Timeout, okay. Jetzt kommt der Boss von dem ersten Level, von dieser Flugwelt. Hier reicht es eigentlich, ganz weit links zu bleiben. Ein bisschen, wenn er jetzt das Auge abschießt, sich auf das Auge konzentrieren. Das darf nicht nach links so weit kommen, dann muss man weiter ausweichen. Und das war's dann schon. Also ich habe jetzt hier den Ursprung der Wasserfälle gefunden, hier oben. Da kommen die aus diesem See hier so raus. Das finde ich auch ganz nett, dass man das sozusagen auch noch finden kann. Da gibt es noch zwei Extra-Leben. Nein, bitte sag mir das nicht. Oh. Also nochmal hoch gehe ich jetzt nicht für diese dummen zwei Leben, ey. Echt, da gibt es noch zwei bei den Wasserfällen da oben? Ja. Nee, das mache ich jetzt nicht. In diesem Alien-Level gibt es tatsächlich auch so kleine Hacker, die dir wirklich ins Gesicht beißen. Die kriegst du, glaube ich, gar nicht mehr weg oder kriegt man die weg? Macht doch, schütteln, links, schütteln. Rechts. Genau. Ach so, schütteln, okay. Du meinst die Gesichtsklammerer. Genau, diese Face-Hacker. Genau. Ja. Face-Hugger, ja. Ach so, genau. Hacker-Hugger, ja. Ja, ja. Ich dachte, du hast Hacker gesagt und dachte an so Computer-Hacker. Aber du meinst Hacker. Oh, nein, ja. Aber ich habe, ja, ich hatte das diese die Sprachbarrieren immer. Hey. Ah, jetzt habe ich einen, jetzt habe ich einen. Ich schüttel. Ja, weg ist er, das stimmt. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, um euch das extra, die Besonderheit hier zu zeigen. Jetzt gibt es diese Walker hier so ein bisschen als Hubschrauber. Einer davon müsste jetzt hier gleich kommen. Da. Das Ding abballern, das Fragezeichen einsammeln. Dann kommt so ein kleiner Hubschrauber-Walker mit Katakis-Lifts. Der ist auch relativ einfach eigentlich, wenn man weiß, was man tun muss. Wenn man weiß, was man tun muss. Schon wieder ein Leben weg. Ich dreimal gestorben und habe gerade noch gesagt, der ist gar nicht so schwer. Na gut, jetzt ist er wirklich nicht mehr schwer, weil er sich nicht mehr wehren kann. Erst die Ausleger abballern und dann wird man hier jetzt beschädigt und man fängt an zu qualmen. Das ist auch eine Besonderheit. Man hat also gesehen, diesen Boss kann man nicht besiegen, ohne beschädigt zu werden. Und jetzt haben wir hier ein Level. Ich kann nicht mehr schießen. Mein Raumschiff qualmt, weil es beschädigt wurde durch diesen Boss. Bin schon wieder in die Wand geflogen, aus Versehen. Und das ist dieser Speed-Level. Hier muss man wirklich einfach nur ausweichen.
Wandberührung ist eine Katastrophe. Da, schon wieder. Zweimal kurz die Wand berührt, Energie so gut wie ganz weg. Dabei wird es nicht bleiben. Oh, es war knapp. Ah, und jetzt kommen die Doktoren, Walker, und schweißen mein Schiff wieder. Es wird repariert. Das Qualm hört dann auf. Zack. Direkt an der Stelle kommt dann auch der Bosskampf. So, bei mir ist dann die nächste Welt angesagt. Das Raumschiff donnert hier gegen, haut den Walker erstmal von seinem Sockel. Hier kann man den kompletten Bosskampf des Levels umgehen, wenn man den Weg kennt. Was man aber auch gut machen kann in diesem Level hier, ist es, sich wirklich zu verlaufen. Und jetzt habe ich den Boss umgangen. Ihr seht hier rechts den Ausgang blinken. Wenn ich mich jetzt hier nach unten fallen lasse, dann muss ich den Boss noch bekämpfen, diesen Drachen. Aber da ich mich immer nach rechts oben orientiert habe, fällst du irgendwann hier in so ein Loch und stolperst quasi in den Ausgang und dann hast du den mal eben geschafft. Oh, da hast du aber viel abgekürzt. Ich bin der letzten Welt, gell? Hö, jetzt kommt ein Endmonster. Was geht ab? Hä? Hier kommt ein Endmonster. Das habe ich ja noch nie gesehen. Habt ihr das auch gehabt, das Endmonster? Ach, aus dem kommt Leben. Ah, aus dem Leben raus. Ist ja genial. Ich bin durch. Ja, genau. Wie, du bist durch? Du hast es durchgespielt? 23 Leben Rest, ja. Bin durch. Was? Mit Cheat? Nein, ja, ohne Cheat. Ich cheat. Wow, Respekt. Ohne Cheat. Mann, und du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Wir haben nichts gesehen, was du alles gespielt hast. Soll ich Turrican 3 riskieren? Jetzt bin ich am Ende des Fabriklevels. Jetzt sieht man hier, was ich eben meinte. Jetzt sind die Walker hier etwas gewachsen. Aber hier ist einfach, man kann die abschießen, aber es kommen unendlich viel davon. Einfach immer über die drüber springen. Da oben blinkt dann schon das Ausgangsschild. Und dann hat man diesen Abschnitt dann auch geschafft. Ja, ich habe hier eine Version sogar für 64er mal gefunden, ausnahmsweise mit Intro. Sieht etwas schwarz-weiß aus, finde ich, Oliver. Ja, weil es das auch ist. Ich bin hier in der letzten Welt jetzt. Und jetzt sieht man hier diese Aliens, wo so ein Greifer rauskommt. Ich kann das ja mal kurz demonstrieren. Man darf nicht in die Nähe kommen, weil man wird sofort gefressen, egal wie viel Energie man hat. Das ist kein Greifer, das ist das innere Maul des Alien, wie beim Film. Das bevorzugt zum Schädel knacken und Gehirn auslutschen benutzt. Mmh, jetzt habe ich Hunger. Sehen die nicht putzig aus, diese Augen auf vier Fingern? Oh! Ich hasse diesen Alien-Level. Auch eine nette Stelle hier. Hier muss man immer so über so Abgründe springen. Die ersten drei überspringen und dann, glaube ich, hier in den dritten rein und jetzt habe ich... Da war ein Extra-Leben. So, das war's. Ach ja. Ja, einfach, hier irgendwie Selbstmord begehen. Escape. Ist, glaube ich, hier im Abgrund. Escape ist komplett beenden. Ich wieder hoch und ich habe ja keine Zeit, Jürgen, weil ich ja den Trainer angestellt habe. Und jetzt bin ich in der Sattkiste. Jetzt bin ich Game over. Dann bin ich jetzt raus. Ja, das mit dem Trainer ist auch nicht so eine gute Sache immer. Du hast dich selbst wieder kaputt getrainert. Ich habe mich jetzt durch Welt 5 durchgestorben. Das ist echt, die hasse ich mit am meisten. Ich bin jetzt auf der Plattform zum Bosskampf. Die transportiert einen dann so ganz langsam nach oben. Und jetzt kommt der kleine Bossgegner, der letzte. Oh. Immer schön auf den Kopf. Und nicht in den Abgrund fallen, das war sehr knapp. Ich glaube, ich sollte hier. Er hat genauso ein Gesicht wie der erste. Das Gute ist, ich habe den Laser noch auf Maximum gelevelt. Der ist dadurch relativ stark. Nur ich kenne sein Muster jetzt nicht. Das war fast mein Tod und ohne Leben zu verlieren den Boss besiegt. Mit dem fetten Laser geht er eigentlich so. So, das war's. Gratuliere! Hier in diesem Level, da gibt es lauter Aliens und da muss man sich so richtig von einem zum nächsten weiterspringen, das ist ziemlich schier. Macht das dann noch Spaß eigentlich? Im Moment wenig. Okay. Ich habe schon gedacht. Nein! Oh!
wir sind in einem Level, wo wir auf Aufzüge springen müssen und auf den Aufzügen läuft immer so ein kleiner Countdown. Und sobald er auf Null ist, explodiert der Aufzug und man muss schauen, dass man weiterkommt. Nein, ich wollte auch. Ja. Oh, was für ein Frust. So eine Scheiße. Bist du das? Ich glaube, der ist. Verdammt, diese Scheißspinnen. Hier. Zwischenfrage, wie weit seid ihr grob? Zweiter Durchgang. Wie zweiter Durchgang? Du hast es schon einmal durchgespielt. Ja, genau. Was ist jetzt der Unterschied? Keine Ahnung, es macht Spaß. Keiner sagt Bescheid, dass ihr fast schon... Das ist gut, das ist wirklich gut. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie man ihn fertig macht. Okay, also ich versuche einfach mal beim Endgegner möglichst viele von meinen Spezialwaffen zu verbraten. Und mein Leben auch. Und dieser Schuss hier, oh, scheiße. Hätte man natürlich wissen müssen, dass er jetzt von der anderen Seite kommt. Was habe ich denn da für ein schlechtes Dauerfeuer? Oh mein Gott. Oh. Jawohl. Mit einem extra Leben geschafft. Ja. Ich muss sagen, Turrican 2, heute wieder mal der Beweis dafür, das Spiel, das man auf einen Schlag durchspielen kann. Und jetzt eine wunderschöne Animation. Bran McGuire fliegt weg mit dem Turrican-Anzug. Die Raumbasis explodiert von der Maschine. Auf jeden Fall wurde die Freiheit und der Friede wiederhergestellt. Die Zivilisationen der Galaxis können aufatmen. Die böse Kraft namens der Maschinen ist zerstört. Man kann es jetzt nicht hören, aber auch die Musik am Schluss ist eine Offenbarung von Chris Hülsbeck und es ist einfach wunderschön. Michael ist jetzt beim Endgegner auch angekommen. Ah, du hast 26, okay, das soll sich ausgehen. Aber du kannst immer... brauchst nicht drauf schauen. Die zählen nicht runter. Ach so. Ja, so eine Version ist es. Ach, Gott sei Dank. Das ist nicht ganz so trivial, wenn man nur den einfachen Laser hat. Habt ihr es jetzt alle durchgespielt? Jetzt, am Anfang noch 10 Minuten gibt es, hat er es ein zweites Mal durchgespielt. Am Anfang spielt es gerade ein zweites Mal durch, ja. Wenn ich das richtig sehe, seid ihr schon fast in der Enddiskussion oder möchte noch jemand weiterspielen gerade? Ja, weil ich wollte ganz gerne zumindest bis zu den Shooter-Leveln. Jetzt bin ich auch ja bei diesem bekloppten Spinnen. Und ist das die Great Bath-Musik? Nein, die doch nicht. Die ist, wenn du ins Wasser reinfällst. Dann wechselt das mitten im Level. Die ist aber auch schön hier, ganz traurig. Herrlich, die Musik. Ah, ich glaube, das ist hier alles geheim. Aber ich weiß es nicht. Weil ich bin nur mit der Kugel hingekommen und ständig kommen extra Leben. Herrlich. Hier ist der Drache. Er ist Geschichte. Ich glaube, dass er mal abkommt. Da hatte ich mir Angst. Ich bin jetzt gleich bei dem Shooter-Leveln. Hier geht es jetzt auch ab. Ich wollte jetzt eigentlich deswegen den Shooter-Level, weil bei der C64-Version sind die Shooter-Level erstaunlicherweise aufwendiger als auf dem Amiga ausgefallen. Hier jetzt zum Beispiel, da ist jetzt ein Teil der Level, wie man sieht, hier voll animiert. Und da, jetzt gleich geht es dann in einen anderen Abschnitt rein, wo es dann noch zusätzlich Parallax-Scrolling gibt. Da, siehst du? Das ist etwas, das gab es eigentlich relativ selten zu sehen. Was beim C64 auch interessant ist, ist halt, dass zum Beispiel die Endgegner werden anders inszeniert. Beim dritten Endgegner haben sie sogar dreistufiges Parallax-Scrolling, was irgendwie auf dem Amiga gar keins hat. Also das ist auch mit so einer der grafisch aufwendigsten Sachen, die ich je auf der Kiste hier gesehen habe. Das ist jetzt hier der erste Endgegner und bei denen geht es auch ein bisschen mehr ab, wie man sieht. Das fasse ich nicht. Ich gehe jetzt hier noch glatt an diesen Scheißteil hier. Das erste, es gibt ja drei Shooter-Level. Aber ich habe jetzt, also der Endgegner, der war jetzt mal echt fies. Dieses ist ja dieser, der in alle Richtungen geht. Und bei dem Level ist es beispielsweise so, dass es da auch Parallax-Scrolling gibt.
Dieser Endgegner blinzelt in die Kamera manchmal. Ja, der blinzelt in die Kamera. Nein, ist das süß. Ich will ihn gar nicht töten. Ich habe ihn jetzt getötet. Aber er war so süß, er hat in die Kamera geblinzelt. Weil hier ist es zum Beispiel auch so, dass es so auch wieder mit Parallax-Scrolling, dieser Geschwindigkeit, Hochgeschwindigkeitslevel, mit dreistufigen Parallax-Scrolling. Wieso muss man eigentlich immer so kurz vorm extra Leben draufgehen? Jetzt drauf. Guck dir das mal an. Das ist jetzt der Bossfight hier vom dritten. Uah. Hier hast du das nämlich auch mit diesen drei Ebenen Scrolling, nur dieses Mal in alle Richtungen und dann noch den Gegner selbst. Nee, das wollte ich mal gezeigt haben noch. Wir können ja trotzdem schon mal inzwischen so ein bisschen in die Abschlussrunde reingehen. Ich finde es toll, dass du die C40-Fassung nochmal gespielt hast. Wie ist denn die allgemeine Stimmung? Sollten wir irgendwann nochmal eine Turrican und der Rest-Folge machen, wo wir dann halt vielleicht diese Fan-Remakes, die neueren Fassungen und nochmal Konsolenfassung mit reinnehmen? Oder ist Turrican für euch jetzt beendet? Also ich würde ganz laut halt sagen, wir müssen Turrican 3 nochmal spielen. Jetzt haben wir ja schon 1 und 2 gemacht und 3 ist, finde ich, auch ein vollwertiger Teil der Serie. Wir gehen einmal nochmal rum. Jürgen, Teil 2, was bleibt dir in Erinnerung? Ist es immer noch das, was du erwartet hattest? Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, also die Grafik im Spiel ist eigentlich Wahnsinn, also sicher eines der besseren Amiga-Spiele meiner Meinung nach. Was faszinierend ist, ist auch ein vollwertiges Intro und das Ganze auf einer Diskette eigentlich in der Originalversion. Das ist schon eine starke Leistung. Natürlich der ganze Soundtrack auch, wie der Bernhard schon gesagt hat, von Chris Hülsbeck. Eines, was vielleicht ein bisschen schwierig ist am Anfang, ist natürlich das Level-Design, weil es relativ offen ist. Man kann sich leicht verrennen, da habe ich mich auch schon fast verrannt. Und was schön ist, sind diese Waffen. Man hat unzählige Waffen, die man auch dann upgraden kann. Und aber auch, wenn man ein Leben mal verliert, man fängt nicht am Anfang des Levels an, sondern wirklich da, wo man das Level verloren hat. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und meiner Meinung nach gehört das auf jede Amiga-Top, sagen wir mal, zumindest Top 10 liest ihr rauf. Ich gebe dir sowieso soundtechnisch recht. Ich könnte ja allein schon wegen der Musik, wie gesagt, stundenlang einfach die Level answitchen. Michael, Manning 242, was sind deine Worte zu Turrican? Ich finde es auf jeden Fall deutlich schwerer als den ersten Teil. Zumindest so lange, bis man sich an den Levelaufbau gewöhnt hat, der aus meiner Sicht etwas voluminöser geworden ist. Nicht ganz so straightforward wie im ersten Teil. Und auch daran, dass die neuen Gegner deutlich mehr aushalten auch. Ich fand es wirklich schwieriger. Aber es sind sehr viele neue Ideen da reingekommen. Also man hat sich doch ein bisschen was getraut in dem Spiel. Und das muss ich ihm eigentlich sehr hoch anrechnen. Bernhard, wie ist dein Urteil? Turrican 2, ein Wahnsinnsspiel natürlich für den Amiga. Sound von Chris Hülsbeck, ein Genuss, ein wahrer Ohrenschmaus. Auch sonst der Umfang, die Abwechslung, die vielen Details. Also das ist schon ein rundum gelungenes Spiel. Ja, ist einfach ein gut gemachtes Actionspiel für den Amiga. Reizt die Fähigkeiten gut aus, auch auf dem C64. Und war eins der wenigen Spiele, die wir halt früher wirklich sehr gerne und oft gespielt haben. Von mir ganz klar eins der besten Amiga-Spiele. Und war schön, das heute wieder mal durchzuspielen. Manfred, wolltest du noch mal was Abschließendes sagen? Mir macht Spaß wie immer. Übrigens der Grund, warum ich die C64-Version nicht gezockt habe, da wäre ich gnadenlos untergegangen, weil die ist mir momentan zu schwer. Und beim zweiten Teil, ich brauche Musik. Dani, du bist ja etwas später dazu gekommen. Hat Turrican 2 deine Wünsche heute erfüllt? Ich kann da nicht viel zu sagen, ich habe kaum gespielt, aber ich kenne es natürlich von früher und ich kann mich auch den ganzen Vorrednern nur anschließen. Es ist ein wunderschönes Spiel, grafisch wie soundtechnisch einfach top of the notch. Top 10 auf jeden Fall, ja. Amiga-Spiele, wunderschönes Spiel. Aber ich muss auch sagen, ich bin seinerzeit und auch heutzutage, ich werde nicht so ganz warm mit dem Titel, aber trotzdem ziehe ich hier meinen Hut, also ich mag's. Arne mag ja nach jedem Videostammtisch das Spiel, was wir spielen. Hast du es jetzt noch lieber gewonnen oder hast du auch Sachen erlebt, die du vielleicht nicht mehr schön fandst? Vorher, am Anfang heute, weil ich nicht geübt hatte, sehr frustrierend, viel frustrierender als der erste Teil. Aber jetzt, wo ich die ganzen Extra-Leben irgendwie entdeckt habe, bin ich jetzt auch in der zweiten Welt schon mit 8 Leben und ich finde immer neue Extra-Leben und ich finde, das macht, ist das, was bei mir bei Turrican am meisten Spaß macht, ist das Erforschen, das Finden der Extra-Leben. Weil man freut sich halt, wenn man 6 Extra-Leben findet, das ist so, oh, 6 Extra-Leben. Es ist so toll, dass sie das schaffen, dass man so ein Glücksgefühl empfindet. Und natürlich auch alles andere, die Musik, die Grafik. Es ist grandios, es ist der Wahnsinn, einfach der Wahnsinn.
Marcel, unser Amiga-Master, wie geht es dir nach 41 Verletzungen bei Turrican 2? Das sind alles nur Fleischwunden, das kennen wir ja. Dafür haben wir den Kampfanzug. Ich finde, Turrican 2 ist in jeder Hinsicht, in jeder Kategorie eine Verbesserung zu Teil 1. Der Soundtrack in Teil 1, da habe ich ja schon von geschwärmt. Wenn man damals dachte, oh, viel besser geht's nicht mehr, doch, dann muss man sich Teil 2 unbedingt mal anhören. Man sieht ja jetzt auch, ich bin immer noch in dem Musikmenü drin und meistens bleibe ich aber bei The Great Bath hängen, weil das auch für mich auch noch andere Gründe hat, mit denen ich das verbinde. Was mich ein bisschen halt stört am Turrican 2 ist der fünfte Level. Der ist nicht mehr so poppig, nicht mehr so bunt, so knallig, so schön, finde ich. Was ich am meisten aber auch liebe, diesen nicht-linearen Levelaufbau, weil der wirklich zusammen mit dem Finden von Extraleben dazu einlädt, erforsche mich, find jede letzte Ecke. Und dadurch kann man das immer wieder und wieder und wieder spielen, finde ich. Kann ich, wie gesagt, spielerisch natürlich nicht nachvollziehen, weil ich genau das als Problem habe für mich. Ich mag lieber die linearen Sachen, weil ich mich ständig verlaufe. Ich bin halt ein Orientierungslegastheniker, auch in Computerspielen. Das ist für mich mal sehr anstrengend. Ich habe aber mal die Musik live von einem Orchester gespielt gehört und das war für mich einer der Höhepunkte an Musikalität. Wer die Musik nicht kennt, der hat Meisterwerke verpasst. Ein besonderer Dank nochmal an Oliver, dass er uns die CVC-Fassung nochmal nahegebracht hat. Wie ist da deine Zusammenfassung? Also ich mag zwar auch die Amiga-Version wirklich sehr, sehr gerne. Bei der C64-Fassung ist es halt so, man merkt, dass die Level eigentlich für diese Kiste erstmal abgestimmt waren. Was übrigens auch ist, dass es sich viel besser spielt noch als der erste Teil. Was halt interessant ist, ist da, wo es Abweichungen gibt zur Amiga-Version. Das ist halt, sind bei den Shooter-Leveln. Und auch der allerletzte Endgegner sind für meine Begriffe besser gelungen. Sie sehen besser aus, wie ich finde, obwohl die Grafik gröber ist, weil viel mehr Effekte da sind. Und ja, man merkt auch, dass der Manfred Trenz ein Arcade-Mensch ist. Also weil das mit dem Schwierigkeitsgrad, das ist schon... Das stimmt. Dann danke an euch, dass ihr heute Turrican 2 ja mehrfach durchgespielt habt. Falls ihr uns bei YouTube seht, auch nochmal die Bitte, unseren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank an alle, die bei Twitch zugeschaut haben. Wir machen jetzt hier zumindest mit dem Hauptprogramm Feierabend, streamen aber natürlich gleich noch weiter, weil es ja noch ein bisschen in die Aftershow geht. Nächste Woche geht es weiter mit Rough and Tumble. Kann jemand da ganz kurz zu sagen, warum wir Rough and Tumble spielen sollen? Weil es ein geiles Spiel ist. Ja, es ist ein Hammer-Spiel. Es ist wirklich unglaublich gut. Nein, es ist eins der wenigen Spiele auf dem Amiga, die wirklich auch 32 Farben benutzen. Und ich finde, es macht auch noch Spaß. Wir machen dann nächste Woche mit Rough and Tumble weiter. Ab 19 Uhr spielen wir uns ein bisschen ein. 19.30 Uhr geht's los. Wer mitmachen möchte, einfach auf retrokompott.de gehen. Dort findet man nochmal alle Infos unter Videostammtisch. Da erklären wir nochmal genau, wie das funktioniert. Denn theoretisch kann hier gerne jeder mitmachen, der Lust hat. Vielen Dank nochmal an euch. Vielen Dank an alle. Und wir hören uns und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich bin schon wieder durch. Ja, haben wir mitbekommen. Du bist dann zweimal durch. So ganz entspannt. So, zweite Mal durch.